Da sind wir auch schon wieder. Schönen guten Abend. Hier ist die zweite RON-Ausgabe in dieser Woche. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die nächsten 30 Minuten stehen ganz im Zeichen der wichtigsten Nachrichten von heute. Und die wichtigsten Nachrichten schon mal vorab hat Christina Hecking. Genau. Fahrradfahrer, die ziehen im Straßenverkehr ja häufig den Kürzeren. Und in welcher Stadt hier bei uns in der Region das ganz besonders zum Problem wird, das zeigen wir Ihnen. Im Sport kämpfen wir heute und zwar mit ganz besonders skurrilen Charakteren. Und die Jungs von PUR sind auf Tour und warum da eine Frau immer mit dabei sein muss, das verraten wir Ihnen jetzt hier bei RON TV. Ja, und wir starten mit hohem Besuch in Heidelberg-Eppelheim. Dort war nämlich heute der FDP-Chef Christian Lindner zu Gast, hat dort eine Rede gehalten über Bildung und Wirtschaft. Auf Einladung des FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar referierte Lindner in der Rudolf-Wild-Halle zum Thema berufliche Bildung fit für die Zukunft. Vor gut 400 Zuhörern gab er dabei ja, liberale Antworten auf die Fragen, wie können wir denn technologische Chancen für weltbeste Bildung nutzen oder wie sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten globaler Veränderung. Er kritisierte auch, dass die berufliche Bildung in Deutschland nicht genug Anerkennung bekommt. Ja, und wir wollen eigentlich auch mal reinhören, was Christian Lindner noch zu sagen hatte. Wenn nicht, kommen wir als nächstes gleich zum nächsten Thema. Muss ich mal kurz Rückfrage halten, ob wir Christian Lindner noch kurz hören? Kommt. Die berufliche Bildung ist international hoch geschätzt, aber in Deutschland zu wenig. Abitur für alle kann kein sinnvolles gesellschaftliches Ziel sein. Wir brauchen auch Menschen, die die Universitäten bauen können. Und deshalb muss der Stellenwert erhöht werden, auch dadurch, dass Berufsschulen moderner werden, auch dadurch, dass wir den Meisterabschluss genauso wertschätzen wie einen Master. Na gut, dass wir noch gehört haben. Jetzt kommen wir aber zum großen Thema Fahrradsicherheit. Jetzt sind wir ja mittendrin in der dunklen Jahreszeit und Sie wissen selbst, wenn Sie des Öfteren mal auf dem Rad sitzen, dass jetzt besondere Vorsicht angesagt ist. Und besonders gilt das für Frankenthal in der Pfalz. Denn da sagt die Polizei, dass jeder dritte Verletzte im Straßenverkehr ein Radfahrer ist. Und bei den Schwerverletzten sind das sogar über 40%. Anlass genug, da besonders zu kontrollieren. Und bei einer aktuellen Verkehrskontrolle waren jetzt Caroline Unger und Max Hermes dabei. Die Fahrradpolizei zieht los auf das gefährlichste Pflaster in Rheinland-Pfalz, Frankenthal. Nach nur wenigen Minuten finden sie die ersten Verkehrssünder. Zwei Fahrradfahrer, die auf der linken Spur gefahren sind. Ich bin auf die falsche Straße gefahren, ich wollte eigentlich schnell auch zur Arbeit. Und ja, wenn es so ist, dann ist es halt so. Ne? Ärger brauche ich jetzt auch nicht. Und die 20 Euro. Wenn hier ein Fahrzeug aus einer Einfahrt rauskommt, ja, er darauf jetzt vielleicht in dem Moment nicht so achtet, damit nicht rechne, dass ich mich ordnungswidrig verhalte, ist okay. Also deswegen ist es auch okay, dass hier jetzt kontrolliert wird. Aber nicht nur Fahrradfahrer werden rausgefischt. Auch einige Autofahrer müssen 20 Euro Bußgeld zahlen. Sie haben über eine Straße für Lieferverkehr ihren Weg abgekürzt und damit Fahrradfahrer gefährdet. Ich meine, dass das verkehrswidrig war, ist von mir klar. Aber naja, zahlt man nicht jedes Mal. Es wirkt also wie ein Kampf gegen Windmühlen. Auf 100.000 Einwohner gerechnet, passieren hier jährlich mehr als 200 Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt sind. In der Vielzahl von Fällen haben wir die Verkehrsteilnehmer, die Kraftfahrzeugführer, die beispielsweise den Vorrang eben oder die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachten. Wir haben aber auch leider im zurückliegenden Jahr in knapp 70 Fällen feststellen können, dass der Fahrradfahrer selbst durch sein Fehlverhalten die Unfallursache gesetzt hat. Egal ob Fahrradfahrer oder Autofahrer, wer sich regelwidrig verhält, gefährdet die Sicherheit. Was aber, wenn ein Radweg plötzlich einfach endet oder wie hier an einer vielbefahrenen Straße nicht ausreichend markiert ist? Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub kennt die Gefahren. Wenn eine ältere Person hier fährt und schafft diesen Anstieg nicht, hat sie Schwierigkeiten, wenn ein Pkw kommt mit 50 km/h, ist ein schwerer Unfall vorprogrammiert. Um solche Unfallschwerpunkte künftig einzudämmen, will Frankenthals Oberbürgermeister Martin Hebig konkrete verkehrssichernde Maßnahmen treffen. Dass wir beispielsweise Markierungen vornehmen, darüber hinaus aber auch bauliche Maßnahmen. So wollen wir im Jahr 2019 verschiedene Kreisverkehre einrichten und bauen. Bis dahin gilt gegenseitige Rücksichtnahme von allen Verkehrsteilnehmern und in der dunklen Jahreszeit zusätzlich besonders vorsichtig fahren.
Dieter Zeiss haben wir gerade schon im Beitrag kennengelernt, ist jetzt zu uns gekommen, nicht mit dem Fahrrad, nehme ich an, Herr Zeiss, oder? Nee, mit dem Auto. Ausnahmsweise. Mal. Ausnahmsweise. Wir haben gerade den Oberbürgermeister gehört, der gesagt hat, ja, es wird was unternommen. Sehen Sie das auch so? Ich hoffe, dass es was gemacht wird, dass er was macht. Bis jetzt sind wir in der Planung immer außer vor gewesen und stehen praktisch vor vollendete Tatsache. Und das wäre halt schön, wenn wir mit dabei wären bei der Planung. Woran ist das bislang gescheitert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist von der Verwaltung her irgendeiner gesagt. Oder vergessen. Sie sind ja auch, wir haben Sie als Radfahrer gerade gesehen. Fühlen Sie sich denn sicher, wenn Sie in Frankenthal unterwegs sind? Soweit fühle ich mich sicher. Aber an manchen Stellen würde ich sagen, nein, da fühle ich mich nicht sicher. Sind das gerade auch die Stellen, wo dann dieser Fahrradweg einfach ins Nichts verläuft? Wo die Fahrradwege einfach im Nirgendwo enden, mitten in der Kurve. Ja? Und so, wie wir es in dem Beitrag eben gesehen haben, wenn wir fahren und es kommt ein Pkw, der will links abbiegen, fährt der bis an den Randstein und quetscht praktisch den Radfahrer weg. Das sind natürlich die Gefahrenstellen, für die auch die Stadt dann auch was tun kann. Das andere sind natürlich auch die Fahrradfahrer selbst. Wir haben es ja auch im Beitrag schon gehört, dass sie oftmals auch Mitschuld haben. Wie sehen Sie das? Es ist von jedem ist wünschenswert, mehr Rücksicht zu nehmen und mehr aufpassen. Es ist es so. Ich kann nicht als Autofahrer hier gehen und sagen, die Radfahrer, die böse. Und als Radfahrer dann die Autofahrer, die böse. Es ist von jeder Seite eine Rücksichtnahme erwünschenswert. Umso wichtiger, dass man sich da gemeinsam mal an einen Tisch setzt. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass das auch passiert und werden das weiterhin verfolgen. Herr Zeiss, vielen Dank. Bitte. So, gleich, wir sind ja in gewisser Weise auch schon sportlich, sprechen wir dann in unserem Sportblock über die Wrestling-Szene in Weinheim und sprechen auch über das Highlight, das Tennis-Highlight, das im nächsten Jahr nach Ludwigshafen kommt. Aber vorher hat Tracy Wittig die Nachrichten des Tages. Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren? In der Auffahrt zur B38A in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim hat sich am Mittag ein Auto überschlagen. Glücklicherweise konnten sich alle drei Fahrzeuginsassen nach dem Überschlag aus dem Autowrack selbst befreien. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Heck des Autos soll in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ausgebrochen sein. Der genaue Grund dafür wird aber noch ermittelt. Die Auffahrt, die zwischenzeitlich blockiert war, ist inzwischen wieder ohne Einschränkung für den Verkehr frei. Keine Ruhe nach Feierabend. Der Gewerkschaftsbund fordert bessere Arbeitsbedingungen für Auszubildende in Rheinland-Pfalz. Laut dem diesjährigen Ausbildungsreport müssen viele Azubis noch nach der Arbeit mobil erreichbar sein und machen oft viele Überstunden. Aktuellen Zahlen zufolge sind das 40% aller Befragten. Davon bekämen auch nur 6% diese Bereitschaftszeit auf ihre Ausbildungszeit angerechnet. Ein weiteres Problem seien die oftmals fehlenden Ansprechpartner für Auszubildende in den Betrieben. Das bedeutet, die Azubis seien zu oft auf sich allein gestellt. Blickwechsel auf Mannheim. Mannheim wächst, bilde einer Industriestadt. Das ist das Motto, unter dem die Mannheimer Kunsthalle ab sofort steht. Mit fast 40 Bildern zeigt eine fotografische Sammlung die pulsierende Wirtschaftszeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Quadratestadt. Die Ausstellung ist ja entstanden in Analogie zu der großen Ausstellung Kunst und Ökonomie. Und das Besondere ist, dass wir hier den Fokus pur auf Mannheim selbst richten, also Mannheim als Industriestadt. Und das, was ich versuche zu zeigen, ist das große Selbstbewusstsein der Mannheimer Bürger und auch der Mannheimer Künstler. Und das spiegelt sich in den großen Werbeplakaten für die Stadt und den filigranen Bleistiftzeichnungen wider. Für die Besucher wird die Ausstellung im Auditorium am 6. Dezember um 19 Uhr eröffnet und geht noch bis zum 10. März nächsten Jahres. Und jetzt werden wir sportlich, beziehungsweise das, was Sie jetzt zu sehen bekommen, ist nicht nur Sport, sondern auch viel Show. Es geht um Wrestling. Wenn Sie sich ein bisschen auskennen, dann wissen Sie auch, dass wir da oftmals auch Geschichten erzählt bekommen, dass wir in Parallelwelten abtauchen. Und das ist jetzt wieder so passiert beim Athletikclub Weinheim, beim Wrestling-Club dort. Wild Christmas nämlich war dort jetzt angesagt. Und Sie können sich vorstellen, was dort wieder alles los war. Wir werden gleich auch noch mit einem der Beteiligten sprechen, aber vorher schauen wir uns an, was dort alles im Wrestling-Ring geboten war. Marcel Schreiner übernimmt das für uns. Überraschende Comebacks, ein historisches Frauenmatch und der Tod eines Zuschauerlieblings.
Wild Christmas hielt bei den Wrestlern des AC Weinheim einmal mehr, was der Name verspricht. Es war ein Mordsevent, ja. Es ist der größte eines jeden Jahres. Das ganze Jahr läuft irgendwie darauf hinaus. Und wir wollen natürlich den Fans, die das ganze Jahr uns auch immer und über viele Jahre natürlich uns begleiten, was Besonderes bieten. Das ist Weihnachten. Und Wild Christmas hat das schon immer gebracht. Und ja, nach über 6 Jahren jetzt mal wieder den Käfig rauszuholen, das war natürlich sensationell. Den Käfig? Richtig gehört. In diesem Ungetüm fand der Hauptkampf um den Schwergewichtstitel statt. Natürlich alles nicht zum Nachmachen geeignet, aber sehr unterhaltsam anzuschauen. Zum Beispiel, wenn der Insane Killer dank eines Wundermittels seiner Ärztin plötzlich gar nicht mehr so insane ist. Die Ärztin, abseits der Showbühne seine bessere Hälfte, hat das dann auch zu spüren bekommen. So löst man Beziehungsprobleme. Nein, ist alles gut. Wir haben das ja das erste Mal gemacht, also es passt schon. Der Insane Killer geht den Fans durch seinen Showtod nun verloren. Das gehört bei einem Sackmatch zwangsweise dazu. Aber Entwarnung, auf die Akrobatik Miucis muss niemand verzichten. Denn er bleibt dem ACW erhalten. Dann aber als neuer Charakter. Ja, es war natürlich schon sehr emotional. Wir haben ein Kapitel abgeschlossen, jetzt wartet ein neues Kapitel. Und die Fans können sich freuen auf den neuen Charakter. Wenn er künftig als Tim Massive in den Ring steigt, wird es vermutlich auch wieder beim anderen Geschlecht heiß hergehen. Und deren Wege führen, wie auch bei den Männern, oft übers Zuschauen zum Wrestling-Sport. Das war eigentlich gar nicht wirklich meine Entscheidung. Ich bin eigentlich nur mit meinem Freund mitgegangen. Und am Ende war ich diejenige, die gesagt hat, das ist so geil, das machen wir auf jeden Fall weiter. Und dann habe ich im Endeffekt dann ihn mitgeschleppt, um das für uns weiterzumachen. Und wie wichtig der ACW den Wrestlern aus ganz Deutschland ist, zeigt sich an den Kämpfern. Bruder Chaos kommt extra aus Nürnberg, Johnny Storm sogar aus London und Foxley hat sich in diesem Jahr extra bei jedem einzigen Event der Weinheimer Zeit genommen, um im Ring stehen zu können. Das ist herrlich, dazu zu schauen. Wir lernen einen weiteren Wrestling-Charakter kennen, nämlich Sunshine Timothy. Oh, herzlich willkommen. Hallo, danke. Sie waren auch dabei, ne? Beim Wild Christmas. War ja auch, glaube ich, einer der ersten Auftritte, die Sie jetzt hatten. Wie war's? Genau, es war ein super Erlebnis. Es ist immer schön, vor dem ganzen Publikum zu stehen, die Leute zu begeistern und das Ganze für das Publikum zu machen. Jetzt gibt's ja auch ganz viele Charaktere, haben wir ja schon einige kennengelernt. Was zeichnet jetzt Ihren Charakter aus? Mein Charakter ist der typische Publikumsliebling. Ich interagiere mit den Fans, ich umarme sie vor meinem Kampf. Ich gehe nach meinem Kampf zu meinen Fans. Aber ich nehme an, im Ring werden Sie jetzt nicht so nett sein. Tatsächlich kümmere ich mich auch im Ring noch mal ab und zu um die Fans. Hebe die Stimmung ein bisschen, aber an sich geht das Ganze halt trotzdem mit Gewalt umher. Und ich versuche natürlich trotzdem, meinen Gegner zu besiegen. Wie kamen Sie zum Wrestling? Lustigerweise durch einen Klassenkameraden früher, der uns Wrestling gezeigt hat. Und dann dachte ich mir, man könnte ja mal ins Training gehen. Und aus Training wurde eine Leidenschaft und aus der Leidenschaft wurde jetzt dann mehrere Auftritte. Wie oft trainieren Sie? Wie oft muss man sich das vorstellen? Dreimal wöchentlich für Wrestling und so die letzten anderen vier Tage dann nochmal im Fitnessstudio. Okay, und das Wild Christmas ist jetzt rum. Was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes ist dann ACW Riptide im Februar, auf den ich mich auch jetzt schon vorbereite. Mhm. Gegen wen ich kämpfe, ist noch ungewiss, aber ich werde auf jeden Fall bereit sein. Und wie muss man sich das grundsätzlich vorstellen? Wie verstehen Sie sich eigentlich auch so in der Wrestling-Szene? Wir alle verstehen uns untereinander eigentlich ziemlich gut. Mhm. Wir haben mehr oder weniger unsere eigene Sprache schon entwickelt. Wir haben unsere Fachwörter. Es ist eigentlich ein kleines Lexikon schon fürs Wrestling geschrieben, dass wir wissen, was für was gemeint ist. Und an sich sind wir eigentlich eine Riesenfamilie, die über die ganze Welt geht. Mhm. Was sind so die Ziele, die man als Wrestler hat? Wo will man unbedingt mal in den Ring steigen? Gut, die klassische Antwort wäre dann natürlich WWE. Mhm. Aber auch heutzutage auch Ligen wie New Japan oder TNA. Mhm. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Wir werden auch weiterhin sehr begeistert mit dabei sein mit der Kamera am Ring. Sunshine Timothy O, vielen Dank bei uns und weiterhin viel Erfolg. Danke, gerne bis zum nächsten Mal. Gerne. Und jetzt gehen wir quasi raus aus dem Wrestling-Ring und steigen oder gehen vielmehr auf den Tennisplatz. Denn genauer gesagt gehen wir nach Ludwigshafen. Dort wurde nämlich heute ein besonderes Highlight, noch nicht ganz präsentiert, aber schon mal angekündigt. Geht darum, dass ein ATP-Turnier, also ein Tennis der Spitzenklasse in die Pfalz geholt werden kann. Vom 1. bis zum 7. Juli 2019 werden nämlich insgesamt 48 Spieler um einen Pokal und um 46.000 Euro Preisgeld kämpfen. Der Sieger bekommt 80 Punkte dann für die Weltrangliste.
Das Ganze ist ein Sandplatzturnier, findet eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt statt. Und aktuell sieht es dann noch so aus, als auf dem Vereinskalender. Das TC BASF Ludwigshafen wird auch gebaut, aber bis Februar soll dann auch die Anlage fertig sein. Und dann steht dem ersten sogenannten Challenger in Ludwigshafen nichts mehr im Wege. Und Heiko Hampel ist zu uns gekommen, der Veranstalter des Challengers. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Guten Abend. Guten Abend. Wie haben Sie es geschafft, tatsächlich das Turnier nach Ludwigshafen zu holen? Ich habe einen Spieler unter Vertrag, den Benny Hassan, der letztes Jahr schon im Gespräch war für die zweite Bundesliga-Herren des BASF TC Ludwigshafen. Und jetzt hat es sich ein bisschen konkretisiert. Und da kam auch gerade das Gespräch auf das andere Turnier aus Marburg, was halt da beendet wurde. Und ich habe einen neuen Standort gesucht und so hat es sich dann zusammengefügt. Worauf können sich denn jetzt die Tennisfreunde in Ludwigshafen genau freuen? Auf jeden Fall Weltklasse-Tennis zum Anfassen. Man ist immer super nah dran bei den Spielen. Man hat viele, viele Nachwuchsspieler, die den Sprung schaffen werden, auch ganz nach oben. Wir hatten jetzt in Marburg Auger alias Simon, ganz, ganz starken 18-jährigen Kanadier. Hatten die Jahre davor Alexander Zverev da gehabt, Grigor Dimitrov, also Jungs, die es bis in die Top 10 geschafft haben. Und ja, hoffentlich auch ein, zwei lokale Jungs, die es ein bisschen weiter schaffen, wie Benny oder auch der Nico Kuhn. Also da wird eine Menge geboten sein. Jetzt haben Sie schon Erfahrungswerte von Marburg. Inwieweit hat dieses Turnier auch ausgestrahlt auf die Region? Inwieweit kann auch unsere Region davon profitieren? Ja, ich denke schon, das ist immer ein sehr wertiges, dynamisches Turnier, so ein ATP-Challenger. Und ich glaube, dass der Imagegewinn, das ist, was wir auch leisten können als Tennisturnier. Und das wird der Stadt hoffentlich eine gute Reichweite geben und ein bisschen auch diesen weichen Standortfaktor stärken. Denn es ist ein schönes Familienevent für eine ganze Woche und wird hoffentlich allen, die kommen, gefallen. Aber da bin ich mir sicher, der Sport wird super sein. Sie haben ja schon gesagt, also, dass es auch diese Verbindung nach Ludwigshafen gibt. Aber wie sehen Sie grundsätzlich so die Tennisszene und auch die Sportszene hier in der Region? Also gut, ich bin jetzt ja als Marburger nicht ganz so nah dran. Ich kenne durch den Steffen Neutert und den Robby Pfeffer, durch die beiden Trainer, die ja sehr stark aktiv sind, das glaube ich sehr gut begleiten, sehr gut aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und ich denke, hier ist eine Menge Potenzial einfach durch die Region. Hier ist eine Tennisbegeisterung, auch durch Mannheim und Weinheim, die Bundesliga spielen. Und deswegen denke ich mal, wir sind hier einen guten Schritt gegangen und werden das Turnier gut etablieren können, auch für die nächsten Jahre. Gab es schon Resonanz auch direkt aus Ludwigshafen? Ja gut, durch die Stadt, die sehr früh sich bekannt hat, das Turnier auch gerne haben zu wollen. Das war sehr, sehr schön, dass sie sehr zügig mit uns zusammengearbeitet haben und mit dem Verein. Und jetzt die weitere Arbeit mit Verbänden und den anderen Vereinen jetzt halt sich mal zu kontaktieren. Da steht die nächsten Wochen und Monate noch an, wenn die Koblenz Open, das andere Turnier erstmal vorbei ist. Das ist im Januar, ne? Das ist im Januar, genau. Gut, also wir sagen es gerne auch noch mal vor dem Bundesliga-Auftakt. 1. bis 7. Juli findet seine Ludwigshafen statt. Genau. Vielen Dank und viel Erfolg für nächstes Jahr. Danke auch. Ja, viel Erfolg dürfen wir auch Ihnen noch wünschen weiterhin, denn Sie wissen ja nach wie vor, dass Sie bis Ende des Jahres bei uns ein Auto gewinnen können. Wo ist es? Wo ist es? Mein Prachtstück, mein Traumauto? Frau Schnabel, der Chef ist schon da. Hier ist, was Sie suchen. Oh. Einen Fiat Cinquecento mit 4 Gummireifen in den Farben matt-schwarz. Beleuchtete Blinker serienmäßig und einen Schminkspiegel für besonders schwere Fälle. Wie bitte? Aber was habt ihr mein doofen Schmalzdackel geschickt? Ah, der hat ja gar keine Ahnung. Ein Fiat 500 Lounge können Sie ohne Theater mit ein bisschen Glück mit ROM TV und dem Autohaus Renk Weindl zum 50-jährigen Firmenjubiläum gewinnen. Einfach mitmachen auf romtv.de. Genau, und Ron TV ist gleich wieder zurück und wir sprechen dann über das, was am vergangenen Freitag in Mannheim in der SAP Arena los war. Vielleicht waren Sie ja auch dort. Einige meiner Familienmitglieder waren dort und schwärmen immer noch der Tourauftakt von PUR, nämlich die Geschichten auf der Bühne. Die sind das eine, die Geschichten hinter der Bühne und die gute Fee hinter der Bühne von PUR, die eine gewisse Beziehung zu PUR-Sänger Hartmut Engler hat. Die wollen wir Ihnen gleich zeigen. Das machen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Reklame. Mannheimer Märchenwald. Schenken Sie doch einfach ein Kinderlächeln. Noch bis zum 29. Dezember auf dem Paradeplatz, täglich von 11 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei. Machen Sie Ihre Kinder glücklich. Alle Infos finden Sie auf Facebook. Ja, da sind wir wieder. Weiter geht's bei Ron am Dienstag. Die Dame hier neben mir werden Sie wahrscheinlich nicht kennen, aber Sie kennen Ihren kleinen Bruder. Das ist nämlich Ute Engler und sie ist die Schwester, die große Schwester vom PUR-Frontmann Hartmut Engler. Und sie ist
kräftig am Bügeln, wie Sie hier sehen können. Sie ist nämlich die gute Seele bei der Tour von Pur. Also sie ist die gute Seele hinter den Kulissen, schmiert Brote, bügelt die Hemden und ist für die gute Laune zuständig. Und wir haben sie jetzt getroffen beim Pur-Tour-Auftakt in Mannheim am Freitag. Während der Hartmut noch schnell Fotos mit ein paar Fans macht, hält sie sich im Hintergrund. Ute Engler ist die große Schwester des Pur-Frontmanns und begleitet die Jungs schon seit Jahren auf Tour. Ich mache die Garderoben ein bisschen schnieke und schön, dass sie sich auch wohlfühlen, die Musiker da drin. Und gegen später zwischendurch bügeln und waschen, was halt so anfällt. So können sich die Jungs voll und ganz auf ihren Auftritt konzentrieren. Während Pur mit ihrem neuen Album Zwischen den Welten die Bühne rockt, geht Utes Arbeit aber auch schon weiter. Gegen später werde ich dann noch ein paar Schnittchen servieren. Ich mache eigentlich mehr leichtere Sachen, so ein bisschen Lachs, ein bisschen Krabben, Schinken und Käse, Vollkornbrot, so Zeug halt. Die 66-Jährige ist quasi Mädchen für alles, hat auch immer eine kleine Reiseapotheke dabei, falls mal jemand krank wird. Ute schläft auch mit der Band im Tourbus. Das alles klappt schon seit Jahren prima und in die Wolle bekommen sich die Geschwister auch nicht. Im Gegenteil. Also für mich persönlich ist es natürlich schon ganz klasse. Als ich ganz klein war, hat sie mir die Wurstbrote geschmiert und daran hat sich irgendwie bis heute nichts geändert. Und meine Schwester ist ja auch meine Haushälterin zu Hause. Von daher ist er es also zum Beispiel auch schon gewohnt, dass seine Hemden immer top gebügelt sind. Ist er da eigentlich pingelig mit seinen Sachen so beim Bügeln? Nee. Ich glaube, ich mache das wohl auch ordentlich. Dass da keine Meckereien kommen. Ute ist also sowas wie die gute Seele von Pur. Sie macht aber nicht nur das Nötigste, sondern achtet auch darauf, dass es den Jungs richtig gut geht. Zum Beispiel, was die richtige Ernährung angeht. Süßigkeiten nicht mehr so, sind mehr so Nüsschen und so Sachen, die nicht so ganz auf die Hüften gehen. Ich weiß inzwischen, wie sie alle ticken, sagen wir mal so. Dafür ist vor allem ihr 9 Jahre jüngerer Bruder Hartmut sehr dankbar. Für mich ist es einfach ein bisschen Heimat mit auf Tour zu erleben. Meine Schwester ist da, ist mir viel, viel lieber, als wenn es eine fremde Person wäre. Sie scheint den Laden ja auch richtig gut zu schmeißen. Und wenn doch mal was schief gehen sollte, dann wird's Ute schon ausbügeln. Ja, und heute ist der, gerade mal überlegt, 4. Dezember. Genau, heute öffnen wir Türchen Nummer 4 unseres Adventskalenders. Und das wissen Sie ja auch schon, dass es jedes Mal was Tolles zu gewinnen gibt, wenn wir unser Türchen öffnen. Auf Facebook sehen Sie dann auch mehr Informationen dazu. Schauen wir mal rein, was es heute für Sie zu gewinnen gibt. Diesmal sind es 2x2 Eintrittskarten für Dornröschen. Und zwar getanzt vom russischen Nationalballett aus Moskau im Rosengarten Mannheim. Und zwar am 1. Weihnachtsfeiertag. Ja, und James Lars können Sie ja leider nicht mehr live erleben, aber es gibt obendrauf auch noch 2 CDs von James Lars zu den Dornröschen-Karten. Also wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie der glückliche Gewinner sind. Alle Infos, wie Sie teilnehmen können, finden Sie dann auf unserer Facebook-Seite. Schauen Sie da mal rein. Und wir sagen Ihnen jetzt noch, dass das Wetter in den nächsten Tagen, ich glaube, ein bisschen wärmer wird. Heute konnten wir zumindest ein bisschen Sonne genießen. Damit ist aber leider größtenteils Schluss. Der Mittwoch startet zwar erstmal trocken, aber am Nachmittag ziehen über den Pfälzerwald schon die nächsten Regenwolken auf. Sonst geht es meist aber recht trocken weiter. Ein kleines bisschen Sonne ist am Rhein dabei. Tagsüber bekommen wir dann zwar 6 bis 10 Grad, allerdings geht es morgens erstmal mit Frost und Reif los. Bis Samstag geht es nass und grau weiter. Besonders kräftig schüttet es dabei am Freitag und der Wind frischt stürmisch auf. Bis dahin bleibt uns die milde Atlantikluft erhalten. Abkühlung bringt erst das zweite Adventswochenende. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 700 Meter. Somit sind in den Bergen auch Schneeflocken möglich. Stimmgewaltig Gutes tun. Auch dieses Jahr veranstaltet Q6, Q7 das Quartier wieder das große Charity-Adventsingen in Mannheim. Am 15.12. auf dem Münzplatz mit Chören aus der Metropolregion, Promis, RonTV und natürlich Ihnen. Denn zusammen hört es sich nicht nur besser an. Unser Gesang hilft sogar. Der Gesamterlös geht zugunsten von RTL Wir helfen Kindern. Und auf Sie wartet wieder ein unvergesslicher Abend. Mit Ihrer Hilfe stellen wir das größte Adventsing im Ronngebiet auf die Beine. Also, seien Sie dabei am Samstag, den 15.12. auf dem Mannheimer Münzplatz am Q6, Q7 um 18 Uhr. Wir üben
auch schon kräftig Weihnachtslieder. Stimmt's, Chrissy? Ja, so ein bisschen. Aber das wollen wir Ihnen ja nicht antun. Deswegen lassen wir auf. In der Gemeinschaft singt sich sehr einfach. Das stimmt. Daher, am Münzplatz ist das wirklich eine angenehme Sache. Aber Stichwort Weihnachten, Stichwort Advent ist auch morgen ein großes Thema bei uns. Genau. Wir wollen Ihnen nämlich zeigen, wie Sie Ihre Wohnung schön adventlich dekorieren können. Und zwar mit guten Bastelideen, die Sie ganz einfach nachmachen können. Unsere Bastelqueen Sarina Aschmann ist morgen am Start. Tolle Sachen sind mit dabei, begleitet uns ja eh schon die letzten Tage und die kommenden Tage auch durch die Adventszeit. Richtig. Das war's schon wieder, ne? Das war's für heute schon wieder, genau. Ja, dann schönen Abend. Wir sind morgen wieder da. Freuen uns, wenn Sie einschalten. Bis morgen, einen schönen Abend. Tschüss.